Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls. Die Eltern schrollen online. So. Wir hatten einen Kampf, daran kann ich mich noch gut erinnern. Das sind übrigens frische Folgen, also wir haben jetzt den 13.06. Ihr müsst jetzt ungefähr Donnerstag haben, glaube ich. Das ist nicht weit entfernt von dieser Woche. Also von diesem Tag. Wir haben heute Montag. Gerade mal so gedacht, ja, du könntest ja jetzt mal aufnehmen, ne? Wird mal ein bisschen Zeit. Das Reisen in den Aschlanden. So. Wir haben Zeug. Und es ist mal endlich kühler. Hallo Chefin, Markok der Hammer hier. Ich dachte, ich sollte euch wissen lassen, dass ich mir meine gestohlenen Waren von der Briganten, die sie mir geraubt hatten, wiederbeschafft habe. Und ich habe mich um die Briganten gekümmert. So wie man ein paar überstehende Nägel einhämmert. Die Straßen nach Velon sollten jetzt sicherer sein. Zumindest eine Weile. Ich schätze, dass es mit der Gelassenheit... dass man es mit der Gelassenheit sowie mit allen anderen Dingen auch nicht übertreiben sollte. Ja. Verehrte Arbeitgeberin, noch einmal vielen Dank, dass ihr an mich glaubt und weiter für meine fristgerechten Dienste bezahlt. Entschuldigt, dass diese Lieferung spät dran ist. Das wird nicht wieder vorkommen. Aber ich habe eine gute Ausrede. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich war krank wie eine ausgetrocknete Schlammkrabbe, nachdem ich ein paar kranke Ngua im Tiefland von Narsis die Haut abgezogen hatte. Aber jetzt geht es mir besser. Ja, da sind wir doch froh drüber. Crashhaut, ne? Eisenkraut. Oh. Liebe Gönnerin, vergib mir meine Trödelei und den Ton meiner letzten Briefe. Ganz offensichtlich war ich nicht ich selbst, weil dieser sonderbare Steinkreis mich mit einem Zauber belegt hatte. Ich verspreche, in Zukunft vorsichtiger zu sein. An den finde ich eure Komponenten. So, dankeschön, tschüss. Gut, überzeugen. Daraus Otral. Dunkelelfen und Argonia, wo sind die? Ich glaube, da muss ich jetzt nach was? Ach, die Bestien von Steinfälle. Ich gehe erstmal nach Emerz, dann seht ihr das auch mal. Ich bin von Cities verflucht. Kann ich noch bei Skyrim an den Typen erinnern, der dann gesagt hat, der dann zu mir gesagt hat, heil Cities. Oh, das waren noch Zeiten. Hallo. Hallo. Den Wegschrein von Ebenherz entdeckt. Episch. Ja, ich laufe hier gerade so ein bisschen herum. Ja, da bin ich hin. Ja, das ist Ebenherz. Was habt ihr denn gedacht? Eine Großstadt? Tempel des Tribunals. Jetzt habe ich Angst. Die Schreine liegen außerhalb der Stadt. Im Norden, Südosten und Südwesten. Vivex Schrein ist auf der anderen Seite des Flusses, südwestlich von Ebenherz. Der von Almalexia befindet sich im Südosten. Der Schrein von Sotasil liegt auf einer Insel nördlich des Viertels der Argonia. Oh. Glaubst du, mich interessiert das? Was soll ich an den Schrein tun? Verbrennt die Blumen an jedem der Schreine. Sie sind eine seltene Art der Goldkanett, die man Rolandsträne nennt und die den Dreien heilig ist. Ich bete, dass sie euch erhören.
Schreine liegen aus. Hä? Oh, aua. Geht mit dem Segen des Tribunals. Ich habe gehört, ihr wart dabei, als Molag Grunda besiegt wurde. Nee, Molag Bal. Woher wissen die eigentlich da von Molag Grunda? Ich dachte, ich wäre unsichtbar. Seid gegrüßt. Scheiß. Was? Nee, komm, richtig, so. Beste Waren weit und breit. Den spreche ich nicht Freundin, an. Freundin, habt ihr einen Moment? Ehre sei euch und eurem Haus. Steinfälle wird angegriffen und einige Genussmittel werden plötzlich richtig kostbar. Ja, tschüss. Zur Zeit gibt es eine dringende Aufgabe für euch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kameradin, ich habe eine dringende Nachricht für euch. Ja, was denn dann? Gildenmeisterin sieht alle Farben, möchte euch schnellstmöglich sehen. Oh. Sie sagte, das Tagebuch hätte etwas über einen Vivicus enthüllt, was auch immer das ist. Sie erwartet euch in der Gildenhalle. In welcher Gildenhalle kann ich sie finden? Ihr findet sie in der Halle in Eldenwurz, Kameradin. Mögen die Acht über euch wachen. Hat sie gesagt, wohin sie geht? Keine Ahnung. In der Halle munkelt man, sie würde Tag und Nacht an einem geheimnisvollen Projekt arbeiten. Ich habe sogar Schriftgelehrte der Magiergilde dort herumlaufen sehen. Seltsam. Ja, seltsam. Unglaublich. Eigentlich habe ich gerade was anderes vor. Ich suche nämlich Sachen. Zum Gruße. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja hier was machen. Oh Gott, das sieht schon wieder so scheiße aus. Gnome. Goblins. Was haben Goblins hier zu suchen? Ich hoffe, eure Ankunft wird ein Segen für Ebenherz sein. Die Bewohner gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Was muss ich über die Situation hier wissen? Abgesehen von, keiner hier will mit den anderen zusammenarbeiten. Jede Gruppe hat ihren eigenen Grund dafür. Welchen wollt ihr denn erfahren? Erzähl mir etwas über die Argonia. Ich wünschte, ich wüsste es. Sie weigern sich einfach, mit uns zu sprechen. Ich bin sogar zu Zashaya gegangen, der Anführerin ihres Viertels. Sie warf mir vor, die Ermordung eines Baums zu planen. Als ob ich mich um so etwas scheren würde. Warum helfen euch die anderen Häuser der Dunkelelfen nicht? Unser Volk liebt das Kämpfen. Es liegt uns im Blut. Wir ringen mit dem Land selbst um unser Überleben. Nur unsere natürliche Überlegenheit als Dunmer erlaubt es uns, in diesem Ödland zu gedeihen. Doch in letzter Zeit verliert unser Volk den Mut. Selbst Jünger Sildras im Tempel des Tribunals rechnet mit einer Niederlage. Das Spiel steht gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Naja, ich folge den Questpfeilen. Irgendwann wird es mich schon führen. Also von Sildras brauche ich keine Hilfe erwarten. Dann vielleicht hier hinten. Bezeugt die Argonia und die Dunkelelfen. Ah, ja, da sind die Argonia. Jo. Wie komme ich jetzt hier runter? Hier offenbar. Ganz schön leer. Ah, Halalu ist wohl das totenmeerische Wort für leer. Ist gut zu wissen. Ich habe die Flasche Lalu gesoffen. Oh, ein Drache. Schön.
Ein weiterer Fremdling schwimmt in unseren Ich liege mit euch nicht im Zwist. Lasst uns sprechen. Doch wisset, dass ich mit meinen Zähnen statt meiner Zunge sprechen werde, falls ihr vorhaben solltet, unseren Hist zu töten. Das stimmt nicht mit dem Hist. Er stirbt. Gesund war er nie. Wir sind schließlich nicht in der Schwarzmarsch. Und deshalb ist er über die letzten Wochen verdorrt. Wir haben erfahren, dass Haus Dres ihn vergiftet. Es reicht ihnen nicht, dass sie uns über Generationen als Sklaven hielten. Jetzt wollen sie uns auch noch unsere Herzen herausschneiden. Was kann man tun, um euren Hist zu retten? Das Einzige, was wir tun können, ist ihn zu düngen. Wir benutzen Krabbenfleisch, das in Aschenschilf gewickelt wurde. Beides findet man hier in diesem Viertel recht oft. Wir haben auch Wachen um den Baum aufgestellt, um die Dunmeer fernzuhalten. Ich werde etwas Dünger für euch sammeln. Wenn ihr uns helfen wollt, sammelt die Gegenstände, um die ich gebeten habe. Aschenschilf wächst in den gezeiten Becken in unserem Viertel. Und Schlammkrabben leben an der naheliegenden Küste. Sammelt ein paar Exemplare von beidem und legt sie an die Wurzeln unseres Hists. Wer hat euch erzählt, dass die Dunkelelfen den Hist vergiften? Einige von unserem Volk haben gehört, wie ein Dunkelelf mit anderen seiner Art gesprochen hat. Er fragte sie, ob sie gesehen hätten, wie die Dres zu unserem Hist gerudert sind. In ihrem Boot hat er Krüge voller Gift gesehen. Das ist nicht schwer zu glauben. Wer war dieser Dunkelelf? Ravil Urano. Meine Leute belauschten ihn in der Herberge. Er war betrunken und redete viel zu laut. Doch keiner sprach ihn direkt an. Es ist nie klug, als Argonia einen Dunkelelfen zu reizen. Insbesondere in jüngster Zeit. Wir sind hier sehr fern von Schwarzmarsch. Es klingt ganz so, als ob keine dieser Argonia die Dres, das Boot oder das Gift tatsächlich gesehen hat. Nein, aber es ist nicht schwer zu glauben, oder? Die Dres halten uns für kaum mehr als Tiere. Doch der Pakt hat uns befreit. Was sie nicht versklaven können, das zerstören sie. Warum sollen die Dres das tun? Für die Dres waren die Argonia nie mehr als unzivilisierte Wilde. Wir mussten zivilisiert werden. Und das taten sie, indem sie uns als Sklaven auf den Plantagen und in den Minen arbeiten ließen. Doch genug davon. Nun sitzen wir ja neben ihnen im Rat. Ja, die werden sich nicht, Freunde. Schön, Questfälle lösen sich nicht auf. Ich find's klasse. Obwohl doch. Nee, lieber das. Ich mach mal den Setzling zuerst. Boah, ein Dolm oben rechts in der Ecke. Den kenne ich noch nicht. Der sieht nur noch gut aus. Für mich sieht das aus, als stäbe er nicht. Lalalalala. Dort fließt die Lava ins Wasser. Du hast Schild fertig? Fertig? Das Schild fertig? Ich will mal kurz den Dolm entdecken. Muss nur noch kurz den Dolm entdecken. Alter. Er sagt denn nicht, dass das Spiel nicht das beste MMO aller Zeiten ist. Und? Ah, wir haben schon schnell entdeckt. Okay, dann kann ich ja wieder gehen. Ich mache einen deutlichen Alleingang. Könnt ihr vergessen. So. Und wieder zurück.